Während die Staatsanwaltschaft schon fast eine halbe Stunde vor Prozessauftakt präsent ist, betritt der 81-jährige Angeklagte Christian Olearius, eingerahmt von 4 Verteidigern, erst kurz vor 10 den Sitzungssaal. Kaum eine Regung, nur gelegentlich ein Schmunzeln, so zeigt sich der ehemalige Top-Banker vor dem Landgericht. Die Zuschauerreihen gut gefüllt. Einer von ihnen Fabio De Masi. Bei schon manchen Strafverfahren rund um Cum-Ex-Geschäfte hat dieser Prozess eine besonders herausgehobene Stellung, findet der ehemalige linken Abgeordnete und Finanzexperte. Dieses Verfahren hat eine enorme Bedeutung, auch eine hohe symbolische Bedeutung, weil es jetzt wirklich um die obersten Etagen geht. Also um den ehemaligen Gesellschafter der Warburg Bank und nicht irgendeinen kleinen Angestellten. Und das sendet natürlich enorme Schockwellen auch durch die Vorstände von Banken, die sich an solchen kriminellen Geschäften beteiligt haben. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Über Stunden zeichnet die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage ein detailliertes Bild eines abgestimmten Systems, bei dem allen Beteiligten bewusst gewesen sei, dass die Profite der Cum-Ex-Geschäfte gerade durch unzulässige Steuertricks entstehen. Olearius soll die verbotenen Geschäfte nicht nur abgesegnet, sondern auch initiiert haben. Der Angeklagte soll bei 13 Fällen in den Veranlagungsjahren 2007 bis 2011 als Hauptanteilseigner, als persönlich haftender Gesellschafter und Sprecher der Partner einer Hamburger Privatbank sogenannte illegale Cum-Ex-Geschäfte begangen haben. Das Prinzip Cum-Ex. Banken, Aktienhändler und Steueranwälte schoben sich trickreich Aktienpakete hin und her, sodass das Finanzamt nicht mehr folgen konnte. Dabei wurde die fällige Steuer nur einmal bezahlt, am Ende vom Finanzamt aber mehrfach zurückerstattet. Schaden für den Fiskus insgesamt geschätzt mehr als 10 Milliarden Euro. Im Fall von Olearius geht es um knapp 280 Millionen Euro. Und auch der Name des Bundeskanzlers spielt eine Rolle. Er kommt 27 Mal in der Anklageschrift vor. Er hat sich 3-mal mit Herrn Olearius getroffen, als gegen den bereits ermittelt wurde, es bereits eine Razzia in der Bank gab, um mit ihm über das laufende Steuerverfahren zu diskutieren. Auf der Zeugenliste des Landgerichts steht Olaf Scholz bisher nicht. Übermorgen wird Olearius Verteidigung Stellung zur Anklage nehmen. Und für Mitte Oktober hat die 13. Strafkammer die ersten Zeugen vorgesehen. Insgesamt sind 28 Verhandlungstage bis Ende März kommenden Jahres bestimmt. Vorerst.